Dann legt gerne eure Hände auf die Oberschenkel. Vielleicht, falls der Boden nah ist, könnt ihr die auch auf den Boden legen zur Erdung. Und dann schließt gerne eure Augen. Nehmt ein paar tiefe Atemzüge durch die Nase ein. Und gerne seufzend durch den geöffneten Mund aus. Mach mal so. Lade dich richtig auf mit Atemluft. Also atme so tief ein, wie es geht. Und mit der Ausatmung, lass mal alles gehen. Ist alles los. Den ganzen Tag, vergangenen Tage, Wochen. Kannst du auch gerne noch ein paar Mal so machen, wenn du das Gefühl hast, dass dir das gut tut, laut auszuatmen. Und sonst finde gerne in eine gleichmäßige Atmung. Lege einmal deine Hände aufs Herz und begrüße dich hier heute in deiner Yoga-Praxis. So lange ist es her. Und wir alle haben die vergangenen Wochen ganz unterschiedlich erlebt, ganz unterschiedliche Dinge getan, uns mit ganz unterschiedlichen Dingen beschäftigt. Und deswegen wollen wir diese Yogastunde heute dazu nutzen, wieder ganz bei uns anzukommen, bei uns einzukehren, in uns, in unserem Körper und in dieser Yoga-Praxis, in der Yoga-Routine. Und deswegen habe ich gedacht, dass eine Yin-Yoga-Stunde ganz schön ist, um wirklich ganz anzukommen, ganz in die Ruhe zu kommen, ganz entspannt in diese Yoga-Routine zu starten, in eine ganz sanfte Verbindung mit dir zu gehen, dir wirklich die Zeit zu lassen, bei dir anzukommen. Und wenn sich das gut anfühlt, kannst du gerne die Hände auf dem Herzen liegen lassen oder sie wieder auf deine Oberschenkel legen. Und dann starten wir mit einer kleinen Reise, eine heilende Wanderung durch den Wald. Und diese Erfahrung habe ich tatsächlich gestern gemacht in meinem Spaziergang durch den Wald. Und dann habe ich gedacht, dass ich euch heute mitnehme auf diese Reise. Und lass dich mit deiner Atmung nochmal tiefer in dich sinken. Erlaube deinem Körper jetzt ganz entspannt zu werden, ganz schwer zu werden. Auf die Unterlage unter dir zu sinken. Und deine Stirn wird ganz weich, deine Augen, dein Kiefer ist ganz weich und entspannt. Die Zunge löst sich vom Gaumen. Vielleicht berührt die Zungenspitze die hinteren Zahnreihen. Und spür mal, wie deine Schultern ganz schwer nach unten sinken. Dein Brustraum, dein Herz ganz weich wird und entspannt. Deine Lungenflügel sich weiten. Der Bauch sich weitet mit jeder Einatmung. Mit jeder Ausatmung dein Oberkörper ein wenig in sich zusammensackt. Auch dein Becken entspannt wird. Die Unterlage sinkt, vielleicht in ein weiches Kissen. Und auch deine Beine ganz entspannt sind, bis in die Zehenspitzen. Und du jetzt vor einem Wald stehst, vor einem wunderschönen Waldweg, vor deinem inneren Auge. Vielleicht ist es ein Waldweg, den du kennst, auf dem du öfter spazieren gehst. Vielleicht ist es aber auch ein Wald in deiner Fantasie. Und du betrittst jetzt diesen Wald und nimmst all das mit, was gerade so bei dir ist. Du erlaubst dir genau, die Person zu sein, die du gerade bist. Du erlaubst all das in deinem Rucksack zu tragen, auf deinen Schultern, was du gerade so in deinem Leben mit dir trägst. Erlaube dir einfach genau, dort zu sein, wo du gerade stehst.
Und dann beginnst du deinen Spaziergang und nimmst vielleicht wahr, dass der Rucksack relativ schwer ist. Vielleicht jetzt gerade noch viele Gedanken bei dir sind, Ablenkungen, Geräusche um dich herum, Dinge, die du eben mit dir herumträgst gerade. Du spürst vielleicht ein Gewicht auf deinen Schultern, auf deinem Herzen. Und spürst aber jetzt schon, während du den Wald betrittst, wie es leichter wird. Du atmest tief diese frische, herbstliche Waldluft ein und spürst, wie deine Lungenflügel richtig weit werden mit der Einatmung. Und atmest ganz entspannt und tief aus, während du Schritt für Schritt auf diesem Weg durch den Wald spazierst und schaust dich ganz wach und neugierig um, siehst all die Pflanzen, die Bäume, vielleicht noch sattes Grün, aber auch schon gelbe und feuerrote Blätter. Du siehst die Erde unter dir und riechst bei jedem Einatemzug diesen wunderschönen Frische des herbstlichen Waldes. Hörst die Vögel zwitschern und nimmst alles um dich herum wahr. Und spürst, wie friedlich dieser Wald ist. Und spürst ganz besonders, wie tief du hier atmen kannst. Nach so einem heißen, langen Sommer, vielleicht nach einer turbulenten, anstrengenden, intensiven Zeit, spürst du, wie du ganz tief einatmest und ganz entspannt ausatmen kannst. Mit der Ausatmung mal alle Anspannung loslässt. Und während du spazierst, schlenderst, spürst du, wie deine Beine immer schwerer werden, du immer langsamer gehen kannst. Und diese Schwere aber eine angenehme, eine Entspannung ist, eine angenehme Schwere. Und du förmlich spürst, wie die Bäume und die Pflanzen um dich herum dich verlangsamen. Du kannst jetzt gar nicht mehr durch den Wald stressen und laufen, sondern es wird langsamer und entspannter. Du genießt dieses Gefühl, wie du Schritt für Schritt, fast wie in einer Trance, ganz langsam durch den Wald gehst und spürst, wie die Pflanzen, die Bäume um dich herum, wie mit dir zu sprechen scheinen, dir zuflüstern, dass sie dich umarmen und sanft halten, dass du dich ganz in sie fallen lassen kannst, dass du jetzt ganz loslassen kannst, dass du jetzt ganz bei dir ankommen kannst. Und deine Ein- und Ausatmung hier immer tiefer wird, dein Herz immer leichter wird und du spürst, wie die Last auf deinen Schultern immer leichter wird. Schon fast keine Gedanken mehr vorbeiziehen, es immer stiller wird. Und du immer mehr eins wirst mit dem Wald, mit den Geräuschen, mit dem Wind, mit dem Geruch, mit den Pflanzen. Und deine Hand vielleicht an einigen Blättern vorbeistreift. Du an einem Baum in deiner Nähe stehen bleibst, deine Hand an seine Rinde legst, an seinen Stamm legst und einfach mal die Begebenheit dieser Rinde spürst, das Muster, die Begebenheit, die Wärme, dieses leichte Raue. Und du so in deinem Herzen diesem Baum dankst, dem Wald dankst, dass er dich hier gerade hält. Und dass du immer leichter wirst und immer mehr bei dir ankommst, dich immer mehr zentriert und geerdet fühlst. Und du eine Leichtigkeit, eine Lebendigkeit in deinem Herzen spürst. Und dann spazierst du weiter mit deinen
schweren, entspannten Beinen Schritt für Schritt. Nimmst diesen wunderschönen Wald wahr und spürst, wie die Pflanzen und die Bäume um dich herum mit dir sprechen, mit dir in Kommunikation gehen, so ganz lebendig sind, dich mit Leben füllen und all das von dir nehmen, all die Gedanken, all die Emotionen, all die Dinge im Außen und du ganz in dem Moment bist. Ganz eingenommen von dem Wald und die Bäume, die dir zuflüstern, dass du gerade auf einem Heilweg bist durch diesen Wald, dass du reingewaschen wirst von all dem, was geheilt werden darf. Du musst gar nicht wissen, was da gerade passiert und wie es passiert und was du loslässt, sondern dass du gerade auf einem Heilweg bist. Die Pflanzen, die Bäume dich halten, dich mit neuer Lebensenergie durch die Einatmung anreichern, mit der Frische des Herbstes und bei der Ausatmung alles an den Boden, an die Bäume abgeben kannst und sie es für dich aufnehmen. Vielleicht legst du eine Hand auf dein Herz, eine auf deinen Bauch und spürst hier wirklich diese tiefe Einatmung über deinen Bauch, wie er sich ausdehnt in dein Herz, wie sich deine Rippenbögen weiten, die Schlüsselbeine, dein Herz und die Lungenflügel. Du so in alle Richtungen, auch in die Wirbelsäule, dich ausdehnst und einatmest und mit der Ausatmung ein luftleerer Raum entsteht, so leicht einsackst. Und du feststellst, dass jeder Atemzug ein eigener Zyklus ist, jedes Einatmen ein Lebendigwerden, ein zum Leben kommen. Eine kleine Pause stattfindet und mit der Ausatmung ein Loslassen, ein Sterben stattfindet. Und wie erfrischend und nährend diese Atemzüge, dieser Zyklus ist. Und gerne streifst du weiter durch den Wald. Nimm gerne diesen Waldspaziergang, diesen heilenden Waldspaziergang mit durch die Yoga-Praxis heute. Wenn wir gleich weitermachen, bleib noch ganz bei dir jetzt gerade. Aber behalte gerne dieses Gefühl, dieses Bild des Waldes bei dir, wie er dich trägt und hält und wie er dir hilft, ganz bei dir anzukommen, tief zu atmen. Und dann löse gerne deine Hände auf, lass die Augen noch geschlossen. Mit deiner Einatmung hebst du die Arme ganz nach oben. Ziehst dich lang, regelst und streckst dich nochmal in die Höhe. Mit der Ausatmung bringst du die Handflächen zusammen und führst sie zu deinem Herzen, verneigst deine Stirn vor den Fingerspitzen und begrüßt dich jetzt nochmal hier auf deiner Yogamatte.